Okay, also die Tiersticker bleiben auf jeden Fall nicht so. Das geht ja mal gar nicht, Bro. Das ist ja... Ace, du bist ja bodenlos. Nee, ist schon okay so. Digga, ich sind aber Charaktere, die ich nicht mal kenne, Ace. Wer ist dieser rothaarige Typ? Black Butler vielleicht sogar? Ist das nicht der? Shikigami? Weißt du, ich weiß, ich habe Black Butler nicht geschaut. Ist das nicht ein... Ist das... Ja, das ist der Shikigami. Ich wusste es, obwohl es... Was? Ich wollte mich nicht so sehr freuen. Ich musste das eben doch zurückhalten. Findest du den toll? Ich habe das Gefühl gehabt, dass er aufs Bestien steht. Deswegen hätte ich wahrscheinlich keine Chance bei ihm. Ich glaube, der ist schwul. Ich glaube, der steht nicht. Du hast bei allen eine Chance heute in dieser Liste. Heute habe ich bei jedem eine Chance. Jeden, ja. Den würde ich auf Average. Er ist nicht hässlich. Er ist nicht hässlich. Aber den würde ich eher so als Homie haben. Vor allem, weil ich weiß, auf wen er steht, geht das ja eh nicht. Deswegen, das wäre mein Homie. Ich mache übrigens eine Prediction. Also, pass auf, Leute, ich mache Folgendes. Ich zeige gleich in die Kamera eine Zahl und sage ich euch, was ich glaube, wie viele Leute am Ende in das oberste Tier kommen, okay? Ich glaube, Chat, am Ende von dieser Tierliste, mach die Augen zu. Ich hab sie zu, soll ich noch werden so viele Charaktere oben sein. So viele. Der Typ aus, Mann, was war das nochmal? Das war nur ein Schloss, das meine ich. Ist das nicht der? Kennst du ihn noch? Er ist schon hübsch, ne? Er ist eigentlich nicht der Art Typ Mann, auf den ich eigentlich als fiktiven Charakter stehen würde. Das ist mal wichtig, dass du das betonst. Danke nochmal. Ich muss schon sagen, dass wie er sich bewegt und seine ganze Aura, den würde ich schon in cute einordnen. Okay, cute. So, okay, was sagst du zu Yujiro? Das ist der beste Freund von Kirito. Das ist ein lieber Junge. Der ist nett. Er könnte mein kleiner Bruder sein. Ich schätze ihn auch 12 ein. Ich finde, ugly ist so ein hartes Wort. Aber ich würde ihn auf jeden Fall... Ich setze ihn... I don't know about that. Aber das ist schlechter als das, ne? Dann mach ihn erstmal auf ugly. Der ist nicht hässlich, aber er passt was nicht. Was kann man anstatt ugly nehmen, Chat? Was ist besser als ugly? Wir können ugly lassen, aber es ist so hart. Es das ist schon, Wort ändern. Das ist schon sehr böse, aber... Kann man machen, muss man nicht, ist ugly, ja. Soll ich das noch reinschreiben? Nein, wir können es auch so lassen, wir wissen es. Brotherzone, Friendzone. Friendzone finde ich eigentlich gut. Friendzone, du hast ja gesagt, kleiner Bruder. Okay, so, wir haben den nächsten, den Anime kennst du noch nicht. Das ist Krolo aus Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Der ist so Gothic-mäßig unterwegs. Oh. Also der hat zwei Fits. Einmal läuft er so rum, so mit krasse Mähne zurück, so auf Dings. Guck mal, hier siehst du, er sieht doch so aus. Zurückgegelt, Lackschuhe. Ja, manchmal macht er so, aber ganz andere Modus. Er ist einfach so auf einmal mit Bandana und so, mit O-Ding. Rip hat er. Leiden kann er sich schick. Gesichtstattoo geht fit. Würde ich erstmal ein Average packen. Okay. Er hat nicht 100% überzeugt, weil er irgendwo ein bisschen strange wirkt. Er hat irgendwas an sich. Da bin ich mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht so einer ist. So ein Chamäleon, der sich schnell... Also, ist was Spoiler, aber das wirst du vergessen. Die sind so eine Organisation, die kommen aus armen Verhältnissen und machen böse Sachen, aber für sich in der Gruppe machen die halt so... beschützen die sich gegenseitig. Mhm. Und als sein Homie gestorben ist, hat er ganze Symphonie gemacht. Er hat alle umgebracht und so, hat so... Mafia-like so. Ja. Und musikalisch unterwegs, der musikalisch Typ. Musikalisch unterwegs. S.A.O. Kirito. Kennst du noch, oder? Das ist ein Cutie. Sieht aber wieder zu jung für mich aus. Wie alt waren die denn da nochmal? Ich glaube, in der ersten Serie war der 14, aber später ist er über 18. Ich mag seinen Drip. Ich mag seine Frisur. Wo willst du ihn hinpacken? Erstmal Friendzone. Ah, da sind die beiden wieder fein. So, jetzt muss ich kurz... Ich glaube, die sind mir zu jung. Ja. Als nächstes haben wir Legoshi, einen Wolf aus Beastars. Wer bei dem letzten Stream dabei war, weiß ja schon meine Meinung zu Legoshi. Und er ist... Ich finde, Legoshi ist der hotteste Tier-Anime-Charakter, den es bisher gab. Und aufgrund seines Charakters und seiner Charakterentwicklung und wenn wir mal darüber hinwegsehen, dass er ein Wolf ist, würde ich ihn bei Hot as Fuck rein tun. Ah, also noch nicht, er schafft es noch nicht bei dir? Ich würde ihn erstmal da verlassen, würde ich nicht. Ich würde dich für niemanden verlassen. Ja, das werden wir heute noch herausfinden, ob das auch so ist. Ich muss aber sagen, würde ich auf vier Animes Hack stehen, dann wäre er's. Er wär's. Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, egal was ich sage, ich glaube, ich brauche Scheiße. Aber er ist so zärtlich, obwohl er so sie so schnell verletzen könnte. Er ist so süß. Er ist halt ein richtiger Hund. Seid ihr bei deinem Paar nach dem Stream nicht mehr? Er ist halt ein Tier. Ja, so ist es. Okay. Shinji aus Neon Genesis Evangelion. Ich liebe diesen Anime. Ich liebe diesen Anime. Tatsächlich würde ich... Heute geht's nur darum, ob du die daten würdest. Nein. Aber guck mal, er guckt doch so süß. Guck mal, hier so verträumt ein bisschen. Dein Kopf ist ein bisschen zu groß eigentlich, aber das ist nicht so wichtig. Also er ist in den Roboter reingegangen und hat das Schicksal der Welt
entschieden. Ja, das stimmt schon. Das ist schon sehr machermäßig. Und sein Schicksal war natürlich auch nicht einfach und ich wäre ungern in seiner Situation. Aber wie soll ich denn beurteilen? Ich würde ihn nicht gern daten. Okay, was soll ich sagen? Ich würde ihn eher in Average. Er ist okay. Warte. Er hat großen Pain gehabt. Er hat große Sachen gemacht. Ich würde ihn respektieren. Ich würde ihn verkuppeln, so. Ich würde ihn mit einer guten Freundin. Du weißt doch noch, dass ich zeig das übrigens. Oh, die Szene. Du weißt doch, als er im Krankenhaus war, ne? Dann, die Szene. Dann war ja mit der Hand, weißt du, da war ja ein bisschen was los, so, ne? Das es ist nicht mein Fall. Average. Er kann vielleicht noch Friendzone rutschen, ich will nichts sagen, aber ich will, wegen seinem Pain ist er halt über Friendzone und ich würde ihn verkuppeln. Ist ein guter, den ich verkuppeln kann nach seiner Charakterentwicklung, wenn die Welt wieder neu war. Der Mann eines Mannes, die absolute Legende mit dem Mustache, das Abbild von einem absoluten Macher. Escanore mi amore. Friendzone. Ja, Friendzone, ich hab's versucht, Guys. Okay, Detektiv Conan. Er sieht halt so aus wie mein Bruder, weißt du? Das ist, ich würde nicht meinen Bruder daten. Stark. Ich liebe dich, aber für Escanor, wenn er echt wäre... Würdest du sogar die Orientierung wechseln? Guck ihn dir an, was willst du machen, hallo. Also stehst du auf Schnauzer? Bei Escanor, da wird jedermann schwach. Wir machen auf jeden Fall nicht den, weil das wäre sehr cursed, glaube ich. Wegen dem Kinderkörper. Wir machen den hier. Guck mal, ich finde diese Animation, sieht wie so ein Trottel aus, ne? Wie so ein Frosch, ne? Aber hier sieht er voll chatty aus, guck mal. Weil die Augen hier sieht er auch wieder cool aus. Weil die Augen sehr weit auseinander sind. Er sieht schon cool aus. Also ich muss sagen... Guck mal, er sieht schon cool aus. Früher, als ich klein war, hatte ich Crush auf ihn. Er war smart. Ich hatte einfach Crush auf ihn. Ja. Wir machen ihn in Cute rein. Okay, cute. Okay, Tatsumi aus Akame ga Kill. Das ist die Anime mit ihr hier. Hast du ihn geschaut? Nee, was machen die da? Kämpfen? Sterben. Ist das der, wo alle sterben? Das ist der, wo alle sterben. Dann habe ich den zufällig gesehen auf Netflix. Sweet. Green Eyes, you know. Leute mit grünen Haaren grünen Augen können sowieso niemandem was leid tun. Tatsumi, was sagst du? Average. Okay, Ace, wer ist das hier als nächstes? Ist es aus, Ich würde auch gerne was tauschen. Oh. Ich würde gerne den Typen... Ja. Den hier in Friendzone packen. Nein! Und den machen wir hier in Average, weil... Warum? Ja, also... Okay, also dann von, zurück. Nein, aber das ist... Von dem, was du das These schön hast, ich eigentlich gesagt, dass es genau andersrum ist. Dann macht beide in Friendzone, bitte. Nein, warte. Dieses Average und Friendzone ist für mich voll schwierig, weil Friendzone... Average ist über Friendzone. Das muss ich doch mal kurz nachdenken. Hä, Friendzone ist immer so anstrengend. Friendzone ist doch scheiße. Du willst doch lieber für ein Girl Average sein als Friendzone, oder? Können wir das so machen, dass wir die beiden tauschen und den auch wieder zurückpacken? Du hast recht. Ja. Ach, doch, das fühle ich mehr. Ich hatte kurz so einen Hänger. Okay. So, dann haben wir aus Tokyo Ghoul. Eierne To. Blaue Haare, blaue Augen, ein bisschen so auf Goth, er ist ein Ghoul. Er könnte Cloud Rapper sein. Guck mal, hier nochmal ein Real Life. Cloud Rapper sind schon mal nice. Okay, krass. Sieht ein bisschen lame aus. Ja. Wieso schmeckt? Ich mag das, wenn die so zottlige Strähnen haben. Das gefällt mir irgendwie. Ich würde den erstmal in Cute reinpacken. Okay, wie findest du L aus Death Note, der hat die gleichen Augenringe wie ich? L aus Death Note? Ich muss sagen, seine weiße Haut ist jetzt nicht so... Oh, wie cute er ist. Warte, lass mich ja aussprechen. Du weißt ja nicht, worauf es hinausgeht. Okay, seine weiße Haut ist jetzt nicht so das Geilste, aber sein ganzes Wesen, seine Aura, sein logisches Denken, sein Charakter machen ihn sehr, sehr, sehr hot. Ich weiß auch, ich fühle auch diese Anime-Zeichnung, wo, ne? Wenn so zwei männliche Hauptcharakter... Ja. Das fühle ich als Künstler, ich weiß. Aha. Ich weiß, was die Person dabei gefühlt hat. Okay. Der ist oben. Okay, wie weit oben? Ich würde den schon bei Lego-Schienen packen. Okay, also ich schaff's auch noch nicht nach oben. Ich hab da noch wen anders im Blick. Du kannst aber mehrere nach oben packen, ne? Ja, aber ich hab da andere im Blick. Okay, sorry. Ich wollte dich nicht in der Entscheidung beeinträchtigen. Bann aus The Seven Deadly Sins. Der ist auch schon nice. Wo willst du den hinpacken? What as fuck? Okay, so. Sonic aus One Punch Man. Also ich bin ehrlich, Ninja finde ich super hot. Ich glaube, Dämon, Ninja und Beschwörer sind die drei. Beschwörer?
Was soll ich sagen? Und Hexer. Hexer, okay. Das sind die Art Type Boys, die ich richtig nice finde. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Packen wir in den Cute. Okay. Und Punchman selbst? Ist ja Hammer-Typ, Hammer-Typ, Average. Würde ich nicht daten. Hammer, Hammer, Hammer. Wirklich Top-Typ. Ich liebe ihn, Average. Ja, er wäre mein bester Homie. Okay, Jellos. Ein bisschen sexy mit den Armen, kann man nichts gegen sagen. Gute Frisur, so, ne? Und dann die Augen noch so schwarz. Mhm. Wow. Kann der denn noch lächeln? Ich weiß nicht, ob der lächeln kann. Oh, das erste. Das ist Fanart. Ja, das sind. Der ging mir ein bisschen auf den Sack. Not my type. Not my type, okay. So. Noch hat's keiner, I don't know about that monster. Ja, da bist du noch gnädig gewesen. Da würde ich den ersten da runter machen. Ja, viel zu jung. Aber ich. Der arme Yu-Gi-Oh. Okay, aus Your Name, der Protagonist. Guck mal, hat so seine Hand gestreckt, so süß. Ich kann natürlich jetzt nicht die Meinung aller Frauen vertreten. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Frauen ihn schon bei, ich würde Luft verlassen oder Hot as Fuck sehen. Ich glaube, er schafft es nicht in Cute. It's not my type. It's not my type. Ich weiß nicht, er ist ein guter Typ, aber ich würde ihn nicht wollen. Er ist Hammer, er ist toll. Ey, er ist so super. Ja, Aaron, ich würde sie nicht wollen. Okay, so, Roy Mustang aus Full Metal Alchemist Brotherhood. Guck mal, also da würde ich auch nicht haten, ne? Aber hier ist ein bisschen Kartoffelgesicht. Mhm. Sieht aus wie ich, wenn ich ein bisschen zunehmen würde. Ich habe gerade gesagt, dass er aussieht wie ich. Er sieht nicht aus wie du. Ah, er hat nicht mal die Haare wie du. Nix, wo? AG Hattori aus Detective Conan. Er sieht schon sehr cool aus, da kann man nicht haten. Er sieht aus wie... Er ist eigentlich Shinji... Nur anders. Oder ich glaube, war der Hokkaido, Chat? War der kam aus Hokkaido? Ich glaube schon, ne? die sind so spitz. Osaka, ne? Stimmt. Osaka. So ich glaube, Japaner und Osaka sind ein bisschen dunkler. Deswegen sieht das so aus. Ja, der ist schon. Der ist schon geküsst. Oh, guck mal, oh mein Gott. Sonne. Wo ist überhaupt seine Cap? Achso, guck mal, seine Haare sehen aus, als ob es seine Cap wäre. Ja, ist eine Strähne. Aber er ist immer korrekt zu seiner Wife. Er tut alles nur für seine Wife. Guck. Ich muss auch sagen, ich mag seine Augen. Den sehe ich eher bei Average. Wir haben als nächstes aus Fairy Tail Jira. Er hat so Tattoo, er ist so mysteriös, du weißt so nicht, was mit ihm ist. Ist ein Cutie. Ja, ich sehe den eher als Cutie. Aus Attack on Titan, Levi. Oh. Sieht aus wie ich, ne? Ja. Also, Levi. Seht ihr Chat? Ich bin ehrlich, Levi hat eine wunderschöne Augenform, die ist wow. Er ist Ackermann. Ja. Er hat wunderschönes Haar. Hm. Er ist mir aber zu klein. Du bist größer. Er putzt viel, genauso wie ich. Er hat einen Putztick. Levi ist Hammer. Levi ist ein geiler Charakter. Es gibt aber einen Charakter, den finde ich noch hotter von AOT. Deswegen, wir packen ihn bei Hot as Fuck hin. Okay. Mach ihn bitte vor Beastars. Das irritiert mich ja. Okay, Meliodas aus Seven Deadly Sins. Not my type. Da ist sie sicher. Guck mal, man sieht so ein bisschen, ne, was mein Anime-Boy-Type ist. Willst du ihn? Und Kaneki. Ich habe ja leider nur den Anime gesehen. Ich habe gehört, der Manga soll krank sein. Der Manga soll richtig krank sein. Du hast ihn doch safe gelesen, oder? Ja, ist sehr gut. Er ist der Erste, den ich bei Wirt Luft verlassen packe. Ich habe sie selber. Ich habe sie selber mit der Musik manipuliert, die ich angemacht habe. Okay. Er ist hot. Okay, Gilga. Und ich wette, jede Frau findet ihn hot. Guck dir mal diesen Lipgloss an. Guck mal, wie seine Lippe glänzt. Natürlich findet ihn jede Frau hot. Er ist ein Emo-Boy mit weißen Haaren, der eine doppelte Identität hat, weil er einen Ghoul ist. Natürlich findet jede Frau ihn hot. So, das ist Gilgamesh. Das ist ein Favorite von Ace. Das ist Ace Lieblingscharakter. Lieblingscharakter? Er ist so Super Saiyan-mäßig angelehnt, weißt du? Aber er hat einmal so einen Drip, wenn er so auf Imperial ist, so weißt du, so erhaben. So, boah, guck mal, ich hab grad Kirgistan eingenommen. Mhm. Aber dann hat er auch so ein Ding, so ein Average-Drip, wo er sagt, so, ja, ich gehe heute nur auf ein Date mit Jackie, sowas geht. So. Dann hat er nochmal so einen anderen Drip, wo er sagt, ja, ich hab grad Kolossierung aufgemacht. Ja, kann ich jetzt wieder nur äußerlich beurteilen, leider. Charakter scheint, also, sieht aus wie eine geile Story, aber ich nicht mitreden, deswegen würde ich erstmal ein Average packen, weil er ist hübsch. Ja. Aber passiert nichts in mir. Ja, Jackie, Freezer? Für den Kick würde ich ihn auch.
auf Cute Packen zu erfahren. Du willst Freezer auf Cute Packen? Du laberst mich jetzt über einem Jahr mit Freezer voll. Ja, aber es gibt Charakter, die feiere ich mehr. Das ist krass, das ist überraschend. Also Freezer ist einer meiner Lieblingsbösewichte. Ich finde ihn so witzig. Er ist witzig. Freezer ist Goat Wife und Goat Husbando. Ist Freezer, ich bin da ehrlich, meine Fresse. Okay, Yujiro Hanma aus Baki. Der Vater ist das? Ja. Everade. Okay, wo packst du denn Baki hin? Cute. Baki ist cute? Er hat ein schönes Gesicht und einen männlichen Körper. Er hat einen männlichen Körper, das ist richtig. Und ein schönes Gesicht. Okay. Das sagt mir, was Jackie gegen Escanor, niemand kann diesem prächtigen Schnauzbart widerstehen. Ja, ich weiß auch nicht. Escanor ich hab nichts gegen Escanor ihn. Escanor ist average, aber Baki hat einen männlichen Körper. Weiß ich auch nicht, wie das zusammenspielt. Ich würde ihn ja auch verkuppeln mit einer hübschen Freundin. Aber was soll ich sagen? It's not my type. Also, es ist einfach nicht mein Typ, Art Mann. Also bei Grails Fairy Tale. Fiktiver Mann. Dankeschön. Bei Fairy Tale bei Grails Fairy Tale ist es so, dein Tick ist es, er zieht sich immer aus. Ja. Also ist ja immer oberkörperfrei, aber nicht so auf sexuell, sondern einfach auf lustig, weil seine Meisterin das auch gemacht hat und er seine Meisterin vermisst. Wo ist seine Meisterin? Zeig sie mir mal. Die zieht sich auch aus. Dann hat er noch so, manchmal hat er so, er ist einmal so böse gewesen, er hat so ein bisschen Pubertät gehabt, da war er so, weißt du, er wusste nicht so, wer er ist. Er hat so Verwirrung gehabt. Oh, man sieht schon Fairy Tale und dieses Death No Sins so. Aber normalerweise läuft er mal so rum. Mhm. Hier nochmal seinen Dingstrip. Mhm. Okay. Average. Kumioka aus Demon Slayer. Cute. Cute, ja, schwarze Haare, mysteriös. Wissen Bescheid, ne? Sofort cute. Okay. Der Typ, Demon Slayer Doma, der kam so mit so Körperteilen an, hat so gechillt. Dann hat er den getrollt, weißt du noch? Ja. Lass mich kurz nachdenken. Bei dem bin ich unsicher. Oh, der hat diese Vampir-Zähne. Oh! Ah, oh. Du, er wusste, was er macht. Ja. Er wusste. Also diese Eckzähne bei Anime, die machen was anderes mit Frauen. What the fuck? Das ist echt schnell eskaliert. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen soll eigentlich. Es ist gar nicht dieses Psycho gleich Smash bei Frauen, nicht Psycho gleich geil. Doch, aber hallo, ja. Nein, es liegt nicht an dem Psycho sein. Aber Psychos haben etwas, was Frauen gut finden. Was denn? Dieses Macher sein. Psychopathen sind meistens Macher. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die ziehen durch. Das ist das, was Frauen mögen. Das ist das. Also durchziehen, ne? Ey, den hast du mir ja gerade schon gezeigt. Aber Ace will, dass ich dir diese Version zeige, warum auch immer. Ah, so ein bisschen dark. Ace, du denkst auch, dass der Lichtfilter rettet, ne? Ich mag tatsächlich den Fischhut, aber es ist wieder der Type, den ich verkuppeln würde. Also? Aber Average. Er ist die Blaupause. Es tut mir so leid. Er ist unter anderem die Blaupause von Gojo, ne? Ohne den kein Gojo. Warum? Inspiration. Echt? Ja. Er ist Inspiration für Gojo gewesen. Vegeta? Prinzessin der Saiyajins kümmert sich gut um seine Frau, auch wenn er nicht arbeitet und lässt sich das ganze Geld von der Frau geben. What the fuck? Das ist ein Typ. Das ist. Den würde ich schon unter den Kings einordnen von Anime-Charaktern. Ja. Ace, wer ist das hier, Digga? Der sieht aus wie von diesem Kartenspiel. Ist er auch, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Diese Schule, wo die so pokern oder so. Vegeta aus Istanbul. aber wie findest du den so? Also optisch nice. Character ist aber jetzt, glaube ich, nicht so meins. Kennst du den? Das ist doch auch von diesem Anime, wo die auf dieser Highschool... Ja, von dieser. Ja, ich habe das geguckt. Ach so. Ich dachte, es wird doch geil. Es war nicht geil? Ich weiß nicht, irgendwie... Wie findest du den so? That's not my type. Also ist er jetzt cool oder kommt er nicht my type? Ja, der echte Typ nicht. Ich würde den in Average packen. Average ist voll, ich muss einen runterpacken. Den echten Typ findest du nicht so nice. Wenn es mach so mal Bakis Vater nach not my type. Also wenn es den Typen quasi in echt geben würde, von außen wäre das nicht so deins, ne? Aussehen, das finde ich, ist der hübsch. Ja, du hast in die Falle getappt. Ich hab dich fast gehalten. Okay, Louis aus Beastars. Das ist ein Cutie. Auch ein Macher. Krasse Story. Ich sag euch, Staffel 2 ist deeper, als so mancher glauben mag. Bitte bricht diesen Anime nicht ab, bitte. My Hero Academia Hawks. Ich stehe nicht auf Flügelmänner. Was? Wahrscheinlich hat Rick and Morty also, hat mir das versaut. Du bist zwar eine Frau und kannst es besser einordnen als ich, aber du kannst mir nicht sagen, dass dieser Mann nicht hot ist. Schwarzer Magier, das Guck ist hot. Guck mal, wie hot der ist. Der schwarze Magier war hot. Würdest du den nicht daten? Der so? Schwarze Magier war my boy. Der ist auch hot, aber würdest du den nicht daten? Vielleicht die linke Seite. Flügelmänner sind nicht meins. Wo soll ich ihn packen? I don't know about that monster stuff. Oh.
Ace, wer ist das denn? Okay, wir skippen die kurz, solange Ace mir das rausschreibt. Gilbert aus Violet Evergarden. Oh, du hast ja geschaut, ne? Hab ich geschaut. Das wäre ein Anime für dich, ne? Ich weiß, ich muss noch schauen. Gilbert aus Violet Evergarden? Okay, wo willst du ihn hinpacken? Cute. Und der andere, sein Freund, der mit den roten Haaren? Average. Ja, okay. Das wollte ich auch sagen. So, Nanami. Das schon. Weißt du doch, wo er diesen einen so gepackt hat? Du denkst, dass eine Szene den ganzen Charakter für mich verändert? Das hat mir Instagram beigebracht. Alle Frauen lieben ihn, weil er den Typen so gepackt hat. Ja, er ist auch wieder, es ist wieder dieses klassische, er ist ein Hammer-Typ. Er könnte auch wieder mein bester Freund sein. Ich würde vieles für ihn tun. Ich würde vielleicht sogar mein Leben für ihn opfern. Aber ich würde ihn nicht daten. Also kommt er wo rein? Average. Oh. Ich kann es immer noch nicht aussprechen, ne? Also, Jackie, nächste Charakter. That's my type. Ja. Sukuna in der Form ist sehr hot. Er ist richtig hot. Was soll ich sagen? Er hat mehr als zwei Augen. Das ist schon nice. Ich auch. Es ist seine Aura, es ist seine Art, es ist seine Stimme, es ist so, wie er sich gibt. Es ist halt so. Hier Manga vor. Deswegen, ich sag ja immer vorsichtig. So, es ist die Art, wie er sich in Yujis Körper bewegt. Es ist sein Sarkasmus, es ist seine Arroganz irgendwie. Trotzdem habe ich das Gefühl, er ist ein Versorgertyp. Er ist seine Shibuya hat auch immer mit Entertainment versorgt, ja, das kann man sagen. Ich sag dir, die haben die hottesten Boys rausgebracht. Also ich sag dir, bei Sukuna, es passiert noch eine Sache, wo ich noch weniger Chance haben werde. Sebastian aus Black Butler. Sebastian, oh mein Gott, würde ich verlassen für. Ist meine Seele, Sebastian, nimm mein Herz, nimm meine Seele. Nimm mein Leben. Drei. Ich sag's euch ja. Dämonen, Ninjas, Shigigamis, Totenbeschwörer, Beschwörer, Hexen, Hexer. Und Ghouls. Die haben es mir irgendwie angetan. Ich weiß es nicht. Es ist dieses... Ich mag sehr irgendwie dark. Vielleicht, weil ich so fröhlich bin, brauche ich so einen Gegensatz in meiner fiktiven Anime-Welt. Wichtig, das Wort fiktiv zu benutzen. Okay, der Typ aus den Anime mit dem Mädchen, was einen Badeanzug anhat. Was? Was? Der Typ aus dem Anime, wo das Mädchen einen Badeanzug anhat. Summertime Render. Zeig mir mehr Fotos. Habe ich das gesehen? Das ist einer unserer ersten Binge-Watchers gewesen. Das war tatsächlich sehr gut, Leute. Das war wirklich, wirklich gut. Ich war begeistert. Ich habe tagelang davon geträumt. Bis die letzten zwei Folgen kamen. Das Bild ist schon cold. Er muss so gern. Und ey, das ist so... Das war big. Bitte, Chat. Das können ja auch wir sein eigentlich, ne? Oder? Es gibt aber noch einen besseren... Das machen wir als Cosplay. Ich zähle einfach so average Sachen an und du kommst mit Badeanzug. Ich wollte schon immer einen Badeanzug in der Öffentlichkeit tragen. Außerhalb des Schwimmbads. Das war okay. Schon, das ist mein Ziel. Den würde ich auf jeden Fall daten. Ich sehe den aber eher bei cute. Cute, okay. Mhm. Tengen? Zeig mal mehr. Das können wir sein. Er ist sehr hot. Oder? Er ist sehr hot. Zwei Frauen, das können wir sein. Du bist die drei Frauen? Du warst doch cute so. Ich weiß. Finde ich auch. Schön, dass wir uns da einig sind. Ich möchte diese Beziehung auch gar nicht hinterfragen oder was auch immer er da mit denen macht. Wenn die alle glücklich sind? Wenn sie es freiwillig machen und glücklich sind, ne? Jeder leben und leben lassen. Guck mal, jetzt sogar Nagellack. Ich muss sagen, ich finde Nagellack an fiktiven Männern geil. 100 Girlfriends, das spricht ja auch schon für ihn. Ich würde Hackmesser nehmen und so eine vierte Frau werden, oh Gott. Okay, welches Tier? Hoch. Der ist schon hot as fuck. Na, ist klar. Iced out. Okay, der Typ aus Bastard. Er hat diese Zähne. Aber ich. Und er hat doch diese Seite. Aber ist nicht so mein Type. Er ist mir zu krass Merlin-Vibes, so, weißt du? Merlin-Vibes? Ja, das ist mit. Dark Schneider ist der Scheiße. Ja, ist das. Also, obwohl er dark ist, weißes Haar hat, geiler Anime, Eckzähne. Irgendwas hat er, was ihn nicht zu meinem Type macht. Okay, wo kommt der hin? Not my Type, okay. Pack mal den da auch komplett in I don't know. Ja, ja ey! Aber den können wir, glaube ich, skippen, der juckt dich, glaube ich, gar nicht, ne? Der ist auch I don't know about. Okay, Tracy aus Pokémon? I don't know. Hat sich schon mal mental drauf vorbereitet. Mach ihn auf Platz 1, schieb ihn da, wo er hingehört. Er ist nicht nur optisch ein Augenschmaus, auch seine Charakterentwicklung ist gigantisch und, ja. Ich möchte nie wieder ohne ihn. Sei mal ehrlich, du wirst sie auf ihn verlassen. Oder? Erin sieht mir drin aus. Ich nehme auch nur seinen Kopf. Es gibt ein paar Anime-Characters, die haben schönere Augen, aber Erin gehört zu den Top 3 der wunderschönen Anime-Augen. Okay. Ich weiß nicht, ich kann nicht aufhören, ich liebe ihn. Mein Herz schlägt schneller.
wenn wir anfangen, über ihn zu sprechen. Ich weiß übrigens jetzt schon, dass noch... Guck mal, einer schreibt, er ist ein Serienmörder. Dann hast du diesen Struggle nicht verstanden, ja? Aber ich würde ihn... Nein, er ist schon Serienmörder. Ist er schon. Aber so ist es bei Krieg. Du kannst nur verlieren. Endstatement, Denji! Hatten wir ja eben mit Billai. Er findet ihn absolut scheiße. Ich finde ihn absolut nice. Ich würde ihn auf jeden Fall daten. Hot. Ja. Also ich wäre schon gern, also wärst du nicht, wäre ich gern seine erste Freundin, aber ich weiß ja, laut dem Trailer... Also du willst nicht mit ihm zusammen sein, auf irgendwie, du willst nur seine erste Freundin sein? Weiß nicht, ob das länger halten würde. Würde Eren dazwischen funken, würde ich Denji verlassen. Hisoka! Das ist schon auch irgendwie hot. Er sieht so aus, manchmal sieht er auch so aus, wirklich so. Er sieht wirklich so aus, manchmal sieht er so aus. Er sieht wirklich so aus, dass es nicht editiert. Und dann sieht er einfach mal so aus, er sieht wirklich so aus. Er wirkt wie ein emotional geladener Mann. Ich würde den kennenlernen wollen. Klar, er ist irgendwie so ein verrückter Typ, der auf Emo macht. Ich mag seine Haare, ich mag seinen Style und er wirkt schon verrückt, ja. Okay, wohin? Hoch, cute. Aber als Erste, mach mal, bitte. Oh, sorry. Aki. Wie bitte? Aki? Aki ist auch sehr nice, der gehört ganz nach oben. Ja, würde ich schon verlassen. Wie casual auf einmal! Ja, würde ich schon machen. Wo sind wir denn gelandet? Aber Aki würdest du auch machen. Wie casual. Ja, komm, mach ich. Mach ich mal. Kein Problem, mach ich. Kein Thema, alles cool. Aber Aki... Wir sind jetzt schon über die Zahl, die ich vorher prophezeit habe. Ja, ich wusste ja auch nicht, dass Aki, Sebastian, Sukuna und Eren kommen. Bitte. Also Aki, da mag ich wirklich den Charakter. Also, guck. Yo, by the way, bye, Ruffy. Also, ich mag diese ruhigen Charakter. Guck mal, er ist Beschwörer, Shigigami. Ich mag seine Haare auch voll gerne. Aber fiktiv, ne? Wichtig. Pinselkopf. Fiktiv, ne? Fiktiv, nochmal wichtig zu sagen, ne? Ja. Natürlich fiktiv alles nur. Ja, ja. Okay. Das ist ja alles nur fiktiv und nicht ernst, ne? Ah, okay. Der Typ aus Susume? Ja. Not by type. Okay. Aus Oshinoko? Aqua? Ich mag den Anime sehr. Ja. Ich mag den Anime wirklich, wirklich sehr. Aber das ist not my type. Okay. Als Arzt nicht und einen höher. Du hast ihn zu tief gepackt. Mach ich sofort. Als Arzt nicht und als Zweitgeborener in der Form, als der Sohn. Was sagst du zu ihm? What the fuck. Aber würde ich nicht verlassen für. Oh, okay. Jetzt wird's wichtig für Ace. Weil Ace würde sich von ihm versklaven lassen, glaube ich. Koji Fushiguro. Boah, ja, ich muss... Der hat mir, obwohl er böse ist, trotzdem sehr gut gefallen. Ich fand ihn dann wieder als böser Charakter wirklich gut. Okay, was würdest du sagen? Ja, schon oben. Ich sehe ihn schon oben. Hot as fuck. Okay. Hinter Levi macht noch ein bisschen. Und macht Denji auch hinter ihn. Koji. Aus Neon Genesis Evangelion, der Engel. Kaworu. Not my type. Ja, wir wissen es doch alle. Ganz weit oben. Ja. Ja. Ich kann mich aktuell nicht entscheiden, aber Gojo. Gojo ist schon krass. Gojo hat alles, wovon eine fiktive Frau von einem fiktiven Anime-Charakter. Warte mal, wieso muss die Frau denn auch fiktiv sein? Träumen würde. Aha. Auf welchen Kriterien wurden die Charaktere ausgewählt? Ja, das also nach dem, was Jacqueline so kennt für Animes. Bei One Piece, so kennt sie noch nicht. Na, und Naruto, One Piece muss ich natürlich noch schauen. Da habe ich aber Ruffy versprochen, dass ich mir das für ihn aufhebe. Ich darf einfach Naruto nicht gucken weiter. Er hat es mir verboten. Okay, den können wir noch nicht skippen. Mhm. Kenne ich. Ist das Baki oder was? Ja. Aber warum? I don't know about... Der sieht doch gut aus. Ja. Mach mal Average. Okay. Geto? Finde ich auch optisch nice. Okay. Cute. Wer ist das denn? Das ist der von... Ist das der von Elfen? Wie geht nochmal das Intro? Ja, wo packst du ihn hin? Dass er trotz dem, was sie getan hat, sie nicht umbringen will. Das ist mir zu heiß, Average. Was sagt Simon nochmal zu ihm? New? Ja, was sagt Simon zu ihm? New? Hat sie nicht Kota irgendwas? Kota hat nicht gehen. Das kannst du zu mir nach dieser Tillis auch sagen. Ruffy nicht gehen. Average, das ist mir zu heiß. Der Typ ist mir zu heiß. Okay, also Average. Der schreit nach Problemen. Okay, Evangelion KG. Das war schon, er hat diesen... Er ist der Freund. Er hat diesen japanischen Arbeiter-Vibe, weißt du, mit diesen kleinen Bärtchen hier so verträumt, so... Ja, 3-Tage-Bord geht fit. KG, wohin? Average. Okay. Ist leider nicht so mein Type. Okay, Ranma? Ich mag ihn. Würde ich verstehen? Cute. Cute? Welche Form ist besser, männliche oder weibliche?
50-50. Okay. Man muss sagen, Ranma sieht als Frau wirklich gut aus. Ja, ne? Ja, aber ich weiß nicht warum, aber mir ist Shampoo so krass im Gedächtnis als Kind hängen geblieben. Ich glaube, ich habe Ranma viel zu früh gelesen und viel zu früh geschaut. Leid, ja, Gabi. Ich finde L hotter. Ich finde L irgendwie hotter. Cute. Cute. Okay. Ich weiß nicht warum, das ist der Charakter. Ich habe Naruto nicht gesehen, aber Sasuke gefällt mir jetzt schon. Also die Story von Sasuke ist wahrscheinlich mit viel Pain. Das ist kein Spoiler, weil das passiert am Anfang. Ich sehe jetzt schon, die Menschen verstehen ihn falsch. Er hat dieses Gesicht. Man sieht, dass er ist misunderstood. Die Story von Sasuke ist, dass sein ganzer Clan ausgerottet worden ist von seinem eigenen Bruder. Also Mortal Kombat Vibes. Und er will Rache nehmen, um seinen Clan wieder Ehre zu bringen. Ehrenvoll. Und er will so keine Freunde haben. Und dann geht sein Herz so ein bisschen auf, weil er mit Naruto und so ist, mit seiner Familie wieder. Guck mal, ich habe Naruto nicht gesehen und er gefällt mir sehr, 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 der Typ. Guck mal, das Ding ist, ich glaube, ich würde ihn mehr feiern als Naruto. Ja, das weiß ich auch jetzt. Du weißt, ganz nach oben. Hierhin? Ich dachte eher... Du kennst ihn doch gar nicht! Na und? Du würdest also einen Typen, den du nicht mal kennst und den hübsch findest, würde Lou verlassen packen? Soll ich das ändern? Ich guck doch nicht Naruto mit dir. Guck mal, ich kenne die Soundtracks von Naruto, wenn er auftaucht. Ich habe viel auf Instagram gesehen, ohne seine Geschichte zu kennen. Optisch ist er eine 10 von 10. Alles, was ich mitbekommen habe, ich weiß, was soll ich machen? Dieser Typ hat eine Aura, ich kann es nicht sagen. Irgendwas hat dieser Mann, was uns alle verrückt macht, uns Frauen. Das hat sogar das Herz von Ace gebrochen gerade. Mag er ihn nicht? Weiß ich nicht. Anscheinend nicht. Okay, der Vater von Ranma, glaube ich, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Kennst du den überhaupt? Sieht so aus, als wäre das so Ranma-Vibes oder so, ne? Wollen wir es hier oder willst du es ranken? Not my type. Okay. Son Goku! Ja, ich würde den doch schon neben Vegeta packen. Aber besser als Vegeta, ne? Um mich zu ärgern. Okay. Er hat sich immer gut um seine Tochter gekümmert. Er hat eine Brille, er hat eine Gohan-Locke. Er war immer für alle da. So, er hat seine Frau sehr geliebt. Also, ne, guck mal, der hat immer so Fotos gehabt, hat er allen gezeigt, so. Ja, würde ich nicht daten. Okay, der Typ aus High School of the Dead. Was? Der Typ aus High School of the Dead. Mit Basie. Ich mag seinen Blick. Irgendwie. Ich mag das irgendwie, aber ich würde ihn nicht, also er kann nicht mithalten. Bei dem, was ich schon hab. Also, Everin. Okay, der nächste Charakter. Trafalgar D. Waterlaw. So sieht er aus. One Piece? Ja, so sieht er aus vorm Zeitsprung. Also bei One Piece gibt es so 2 Jahre Unterschied, ne? Nachher hat so Tattoos auf den Händen. Sieht so aus, als könnte der witzig sein. Als könnte es ein sehr witziger Typ sein. Ist der witzig? Der ist eher von der ernsten Sorte. Er ist eher die ernste Sorte. Er wird auch eher in die gelbe Kategorie. Average? Ja. Also ein bisschen cute schafft er es bei der Konkurrenz jetzt nicht. Okay. Yato? Yato von? Noragami. Ja, der kommt auch noch oben. Cute. In My Hero Academia gibt es einen Charakter, der... Sein Vater in My Hero, jeder hat so Fähigkeiten, ja? Jeder hat so Fähigkeiten und der Vater von dem war immer die Nummer 2, aber nicht die Nummer 1. Also es gab einen Helden, der war immer krasser als er. Dann hat er ein Kind bekommen, damit das Kind ihn übertreffen kann. Aber das Problem bei ihm war, er hat zwar krasse Flammen gehabt, aber er hat sich immer verbrannt. Und dann, also er konnte seine Kraft nicht kontrollieren. Ja, und er wollte aber unbedingt seinen Vater gefallen, hat dann so einen psychischen Knacks gehabt, dass er sich fast komplett verbrannt hat und der Vater dachte, dass er tot ist. Und er ist... So 10 Jahre später trifft der Vater wieder auf ihn. Der gehört zu den Schurken. Der gehört zu den Bösen. Wir sind verloren. Wenn Lord Arid ist, sind wir wirklich verloren, Jungs. Das ist echt wahr. Ich mache mich immer so unbeliebt mit den Tierlisten. Vielleicht sollten wir mal was anderes machen. Nein, das ist cool. Wo kommt der hin? Ich weiß, er gefällt mir nicht so. Okay. Also es ist ein cooler Schurke, aber... Na, ja. Not my type. Heroes auf jeden Fall. Ich würde ihn eigentlich schon fast in cute einordnen. Was? Aber wir machen ihn Average rein, weil ich dann nur was? Verlieren würde. Ich dachte, den würdest du... Nein, er ist zu egoistisch. Mit dem würdest du doch durchblenden, sofort. Da ist Legoshi als Tierwesen. Obwohl, er ist ja ein Alien, aber er sieht aus wie eine Katze. Aber als Tierwesen finde ich Legoshi besser. Also kommt Beedus in cute? Ja. Das ist die Überraschung des Tages. Du hättest ihn, wenn der früh in der Tierliste kommen wäre, hättest du ihn niemals hingepackt. Du hättest ihn hochgepackt. Das ist jetzt die Konkurrenz, was soll ich sagen? Okay, willst du irgendwas hier noch ändern wollen? Mir ist aufgefallen, dass... Ändern wollen? Ja. Von der Reihenfolge her? Nee, von den, ob du als einen und cute noch packen willst oder average packen willst oder ob du noch, mich noch mit ein paar Leuten betrügen willst, wie du willst. Was für?
Ich würde sagen, wir bleiben dabei. Das ist wie in der Fahrschule. Der erste Impuls ist wahrscheinlich der richtige Impuls. Wenn ich jetzt anfange zu sortieren, dann fangen wir an zu diskutieren und du verunsicherst mich. Was hast du für eine Zahl gesagt? 7 Leute sind oben. Wusste ich. Überraschung. Wusste ich. Überraschung des Urgroßvater-Grauens. Was? Überraschung. Ist dir nicht aufgefallen, dass ich Aki als Kuscheltier in meinem Bett habe? Den habe ich dir geschenkt. Ja? Und dass ich Aki auch schon gemalt habe und Aki irgendwie öfter vorkommt in meinem Leben. Ich habe mich einfach selbst sabotiert. Okay, das ist deine Tierlist. Also. Ach, Ace, Digga, du bist so. Das ist Ace Choke Me Daddy Tierliste, Freunde, übrigens, by the way. Das ist Ace Choke Me Daddy Liste. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt so. Okay, meine Damen und Herren, meine Freundin würde mich für 7 Anime-Charaktere verlassen. Natürlich rein fiktiv. Ich finde diese Charaktere auch nur rein fiktiv schön und das ist alles nur fiktiv, ja? Und ich würde sie aus 7 verschiedenen Gründen dich für die verlassen. Das macht es kein Stück besser. Aber in der fiktiven Welt natürlich nur. Meine Damen und Herren, schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr Hot AF findet von dieser Liste und für wen ihr euren Freund betrügen würdet. Ich würde nicht fremdgehen, niemals, aber... Fiktiv. Ich glaube, sogar bei Frauen würdest du noch mehr hier oben hinpacken. Ich habe auf jeden Fall krasse Frauen-Crushes. Wie ihr wisst, ich liebe schöne Frauen. Ich liebe schöne Frauen. Und Anime macht so schöne Frauen. Also vielleicht doch irgendwann Waifu-Tier. Also Freunde, macht's gut. Abonniert auf jeden Fall Marichula auf YouTube und auf Instagram. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.